Grüß Gott, liebe Zuschauer. Ja, heute treffe ich die Königliche Hoheit, Prinz Ludwig von Bayern, hier in der Manufaktur Nymphenburg. Wir sprechen über viele seiner wunderbaren Projekte. Also glaube ich, eine ganz tolle, ja, hoheitliche Sendung. Ja, Königliche Hoheit, die Welt ist in Aufruhr. Die Menschen fliehen und sagen wir mal, nicht nur bei Ihren wunderbaren Projekten in Afrika ist viel zu tun, sondern auch natürlich jetzt mit dem Krieg von Herrn Putin. Da sind Sie ja auch unglaublich engagiert. Ja, erstmal waren wir natürlich alle unglaublich schockiert, dass es so einen Angriffskrieg überhaupt noch gibt. In unserer Lebzeit hat ja eigentlich niemand mehr von dieser Skala damit gerechnet. Und natürlich haben wir uns ja alle dann hingesetzt und überlegt, was kann man machen. Und in den ersten Wochen war die Hilfsbereitschaft unglaublich groß. Wir hatten hier in Nymphenburg über einen Verein, den es schon seit über 50 Jahren gibt, den Hilfsverein Nymphenburg, zufälligerweise schon Projekte direkt an der ukrainischen Grenze in Rumänien. Und haben natürlich dort dann sofort unsere Partner angerufen. Und dann ein paar Tage später hatten wir dann dort ein Logistikzentrum und haben dann geschafft, Waren eben ganz Rumänien einzukaufen, hier aus Bayern zu bringen. Die werden dann dort an der Grenze abgeholt von ukrainischen Lastwegen. Und wir arbeiten in der Ukraine mit dem Roten Kreuz, aber auch mit den dortigen Behörden, die auch jetzt noch unglaublich gut funktionieren, ist wirklich faszinierend, zusammen und bringen eben Hilfsgüter dorthin, wo sie gebraucht werden. Aber es ändert natürlich auch nichts an dieser unglaublichen Tragödie und vor allem auch noch, was in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommen. Ja. Und vor allen Dingen, es ist ja immer die Gefahr, dass eben auch durch Waffenlieferungen, die jetzt immer mehr gefordert werden, wir automatisch immer mehr so in Kriegsnähe kommen. Macht denn das auch Sorgen? Ob wir durch Waffenlieferungen, die aus Deutschland kommen, jetzt in Kriegsnähe kommen, weiß ich nicht. Es gibt ja natürlich immer die große Angst, dass es irgendwann auch nuklear werden könnte. Die Gefahr ist minimalst. Allerdings ist, wenn es passiert, auch der Schaden so immens, dass man dann auch die kleinste Gefahr durchaus ernst nehmen muss. Dass wir jetzt als Staatengemeinschaft der Staaten, die das ganz klar als den Angriffskrieg sehen und als die Menschenrechtsverletzungen und Völkerrechtsverletzungen sehen, die hier passieren, dass wir dann auch reagieren und Waffen liefern, finde ich absolut richtig. Mhm. Und als Staaten dürfen wir das auch. Mhm. Als private Organisation war es da schon schwieriger. Ich erinnere mich noch, in den ersten Wochen haben alle angerufen und sagen, können wir nicht Helme und schutzsichere Westen bis zu Jagdgewehre runterschicken? Und da muss man natürlich sagen, nein, wir als Zivilgesellschaft können wir erstmal primär humanitär agieren. Da können wir medizinische Güter schicken, wir können Essen schicken, wir können Verbandssachen schicken, aber wir können nicht anfangen, das Militär auszurüsten. Das ist Staatenaufgabe. Aber ich bin trotzdem froh, dass die Staaten das jetzt auch machen, weil die Waffen und die Verteidigungsmittel werden gebraucht. Was bedeutet es für Sie persönlich, wenn Sie einfach jetzt große Aktionen machen mit Hilfsverein Nymphenburg? Das kommt ja, ich sage mal, helfen macht ja auch irgendwie glücklich. Ja? Irgendwie, man kriegt was zurück. Wie ist es denn, solche Hilfsaktionen, da muss man ja auch irgendwie dann erfahren, was kommt da genau raus. Haben Sie da auch Schicksale, die Sie dann eben einfach umwenden können oder wo Sie sagen, da haben wir geholfen, hier haben wir geholfen, dort? Ja, das Wichtige ist, dass man das Ergebnis am Ende der Kette immer vor Augen hält und am Schluss muss man es eigentlich auch, zumindest wenn man verantwortlich ist, selber gesehen haben. Also bei allen Projekten, die ich jemals in Afrika gemacht habe, war ich immer vor Ort. Und hier bei der Ukraine-Hilfe mit dem Hilfsverein sind wir natürlich auch hingefahren. Letzte Woche war ich dort. Wir fahren jetzt nicht in die umkämpften Gebiete. Man soll ja auch nicht unnötige Risiken nehmen. Und da gibt es dann Leute, die sich dort besser auskennen. Aber ins Land kann man durchaus rein. Und wir haben dort mit unseren verschiedenen eben Partnern gesprochen, vor allem mit der lokalen Verwaltung. Ich habe mir angeschaut, wie eben dann die Waren, die aus Deutschland kommen, dann umgepackt werden in Säcke, die dann jeweils eine Familie für 2 Wochen über Wasser halten können. Und man spricht dann mit den Freiwilligen dort, die das machen, die auch alle sozusagen
Binnengeflüchtete sind. Mhm. Und man sieht, wie die dort untergebracht sind. Und ja, man muss einfach am Schluss sehen, was passiert dort. Und in dem Fall bin ich wirklich begeistert, wie gut in der Ukraine alles noch funktioniert. Jetzt die ganzen medizinischen wichtigen Dinge, die sind natürlich unglaublich jetzt gefordert, weil es gibt ja, also jetzt geht es ja wirklich da drüben fast Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also es ist ein wirklich brutaler Krieg, in dem sich diese beiden Länder befinden. Wie wichtig ist da das medizinische Netzwerk? Das Medizinische ist unglaublich wichtig. Mhm. Da läuft natürlich sehr viel auch im öffentlichen Bereich und dann über das internationale Rote Kreuz. Mhm. Aber auch im kleineren privaten Bereich tut sich da sehr viel. Ich sehe vor allem eine Sache, dass es sehr viel Solidarität direkt zwischen Ärzten gibt. Es gibt Ärzte hier, die dann von Kollegen in der Ukraine angerufen werden und dann wirklich alles in Bewegung setzen, um dort zu helfen. Also gerade über dieses kleine, direkte Kontakte entsteht sehr viel, wo dann auch wirklich die Sachen angefordert werden, die eben mit der großen Lieferung nicht mitkommen und die gebraucht sind. Und dann werden ganz spezielle Medikamente angefordert oder spezielle Ausrüstung, die eben genau fehlt. Und das funktioniert dann in diesem direkten Kontakt oft vielmal schneller, als die öffentlichen oder die großen Organisationen liefern können. Mhm. Und als Hilfsverein schauen wir, dass wir da auch immer mit anschieben und wenn dann das Geld fehlt oder die Logistik fehlt, dann sowas möglich machen. Gerade im medizinischen Bereich, also es sind ja Soldaten auf beiden Seiten, auch viele, viele russische Soldaten, die praktisch in den Krieg hineingezogen wurden, brauchen ja auch Unterstützung. Wie wird da einfach das Ganze definiert, sagt man da? Man hilft beiden Soldatenbereichen, oder? Also in der Regel, wenn man ein Land, das angegriffen wird, unterstützt, geht man schon damit aus, dass sozusagen die angreifende Armee ihre eigene Medizinlogistik auch mitbringt. Mhm. Und wir würden jetzt nicht auf die Idee kommen, die russische Armee mit Medizingütern zu beliefern. Ist schon klar. Aber natürlich ist jeder Arzt an seinen Eid gebunden. Und ja, ich kann mir ehrlich gesagt, oder es würde mich traurig machen, wenn es oft anders vorkommt, wäre, dass dann ein ukrainischer Arzt verweigert, wenn ihm jetzt ein russischer Soldat sozusagen auf den Tisch kommt, dass er verweigern würde, ihn zu behandeln. Das wäre ja auch ein Eidsbruch und das kann durchaus passieren. Und dann haben wir auch noch das große Thema der Behandlung von Kriegsgefangenen, die natürlich auch verwundet sein können. Mhm. Und da gelten dann völkerrechtlich die Genfer Konventionen und die haben dann auch versorgt zu werden. Vielleicht auch mit Hilfsgütern, die von hier kamen. Sie sind ja ein wunderbarer Mensch. Was macht es mit Ihnen, wenn Sie einfach, ich frage da nochmal nach, wenn Sie jetzt nach Rumänien gehen, eben einfach, das ist ja nicht ein Job von 8 bis 5, sondern Sie müssen ja da ständig, Sie kriegen Telefonate vermutlich oder E-Mails. Was macht es mit Ihnen persönlich? Also die letzten Wochen mit dieser Ukraine-Geschichte war tatsächlich sehr viel Telefon. Mhm. Also egal, ob man dann hier ist oder ob man dann in der Ukraine ist oder in Rumänien die Logistik macht, man hängt ununterbrochen am Telefon. Aber es ist auch positiv, weil die Leute so unglaublich hilfsbereitschaft sind. Also ich habe selten erlebt, dass so viel aus jedem Telefonat rauskommt und kriegt eigentlich gerade keine Absagen. Ja, alles, was man anfragt. Man sagt, oh, wir brauchen noch einen Lastwagen. Man ruft bei einer Brauerei an, man hat den Lastwagen. Man sagt, wir brauchen mehr Kindernahrung. Da rufe ich bei HIP an und schon kriegen wir eine Riesenlieferung. Und es ist überall so. Also man trifft quasi nur auf offene Ohren. Und ich glaube, das merkt man jetzt nicht nur bei der unmittelbaren Hilfe in der Ukraine, sondern das merkt man auch ganz besonders toll hier in Bayern, wie viele Leute wirklich, ob es jetzt ihre Ferienwohnung ist oder bis hin zu ihr Gästezimmer, zur Verfügung stellen, um eben Geflohenen hier eine Unterkunft zu bieten. Mhm. Diese unglaubliche Hilfsbereitschaft, die es jetzt plötzlich hochkommt, hat in der Form bei uns, kann ich mich nicht daran erinnern, dass das jemals so war. Das ist nicht zu vergleichen mit den letzten Flüchtlingskrisen, das ist nicht zu vergleichen mit Krisen, die in anderen Kontinenten stattfinden, wo man das hier schon wahrnimmt, aber dass dann jeder plötzlich alles möglich macht, wie jetzt, das ist schon neu. Inwieweit war da sicherlich auch, sagen wir mal, die Corona-Zeit, so dass wir Menschen nachdenklicher werden und sagen, also nicht immer mehr, 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 wir wollen auch was zurückgeben und dann daraufhin folgte jetzt dieser fürchterliche Kriegsausbruch. Das kann schon auch irgendwie die Menschen irgendwie so ein bisschen mehr in die Sinnhaftigkeit hineingebracht haben.
Hoffen würde ich schon. Ich glaube, dass wir alle mehr in die Sinnhaftigkeit finden, tut uns allen gut. Natürlich. Ob das die Rolle gespielt hat, ich weiß es nicht. Bei manchen Menschen sicher. Mhm. Maßgeblicher ist wahrscheinlich noch gewesen einfach dieser Schock der Nähe. Man kennt Menschen dort, jeder hat direkte Beziehungen. Es sind dann doch, wenn man die von uns mal in der Ukraine waren, wissen, dass es dort genauso ausschaut wie bei uns. Das ist vielleicht der größte Schock. Das ist ein Land mit besten geteerten Straßen, ja, wo es tolle Einkaufszentren gibt, mhm, wo man eigentlich genauso denken könnte, man sitzt irgendwo in Zentraleuropa, mhm, und jetzt nicht außerhalb der Europäischen Union. Mhm. Und plötzlich so ein Land ist dann plötzlich im Kriegszustand und mit einem massiven Kriegszustand, wie man es eigentlich nur noch aus den großen Weltkriegen, ja, kannte. Und das, dieser Schock hat uns, glaube ich, einfach von einem Tag auf den anderen wachgerüttelt. Mhm. Wie wichtig ist denn aus Ihrer Sicht jetzt, sagen wir mal, die moderne Technologie? Also auch, sagen wir mal, man hört ja gerade in Kiew gibt es 5G. Also da kann man ja vieles machen. Man kann natürlich auch über Handy Leuten manchmal Mut zusprechen oder eben einfach, wenn jemand nur sein Handy noch hat und alles verloren hat, wen ruft er an? Das ist, glaube ich, schon auch wichtig, diese digitale Welt. Ja, das ist einer der großen Unterschiede zu allen vorherigen Kriegen der Größenordnung, die wir in Europa hatten, dass, mhm, es jetzt eben das Internet und Mobiltelefone gibt, mhm, wo man an Informationen kommt. Es ist unglaublich, was da technisch möglich gemacht wurde für diesen Krieg. Da geht auch wirklich. Da haben die Mobilfunkanbieter sehr viel geleistet, da, mhm, haben Unternehmen wie Starlink sehr viel geleistet. Und es ist tatsächlich so, dass das ganze Land schnelles Internet hat, mhm, was dann gegen eine militärische Funktechnik durchaus ankommt und was natürlich auch aufklärungstechnisch tolle Möglichkeiten bietet. Es ist ja nicht so, dass die andere Seite des Krieges nicht auch Handys benutzen würden und da kommt unglaublich viel dabei raus, wo sich eben was passiert. Ja. Es gibt zur Technik weiterhin Drohneneinheiten inzwischen, ja, der ukrainischen Armee, die mit privat gebastelten ursprünglichen Drohnen bis hin zu schweres Panzerfahrzeuge, mhm, außer Gefecht setzen können. Ja. Und es ist unglaublich, wie die Technologie auf so einen Krieg einen Einfluss hat. Ja, ja, ja. So, jetzt gehen wir mal in die Manufaktur rein, dann sprechen wir weiter. Ja. Ja, Prinz Ludwig, Sie könnten ja im Grunde ein unbeschwerliches Leben führen. Sie könnten sagen, ich mache repräsentative Dinge, ich mache mal Schirmherrschaften, ich mache mal eine Rede hier, Sie machen mal was dort. Sie haben aber einen sehr beschwerlichen Weg eingeschlagen. Das heißt, Sie haben gesagt, ich möchte einfach Entwicklungshelfer sein. Wie kam denn das dazu? Also ich glaube, beschwerlich ist immer das, was einem keine Freude macht. Ja. Und die Dinge, die einem eine Freude machen, die sind eigentlich immer am wenigsten beschwerlich. Und dass ich als sozusagen privater Entwicklungshilfe, um mal den Begriff so zu verwenden, arbeiten kann, ist ja auch ein gewisses Privileg, weil ich eben weiß, ich habe eine Familie, die mir den Rücken frei hält. Ich habe jetzt kein Geschäft, das ich am Leben erhalten muss, das nicht überleben würde, wenn man die meiste Zeit vom Jahr gar nicht da ist. Und dieses Privileg, eben so etwas machen zu können, habe ich dann eben auch gerne ausgenutzt. Also es kam aus der Möglichkeit, so etwas machen zu können. Das heißt, Sie sind ja doch, sagen wir mal, viele, viele Jahre unterwegs und Sie waren viele, viele Monate im Jahr, waren Sie in Afrika oder sonst wo in solchen Projekten. Wie muss man sich das vorstellen? Also das ist ja doch eine, ich habe mir natürlich einiges angegoogelt von Ihnen. Es ist schon toll, was Sie da machen. Einfach, Sie sind ja in Ihrer Bescheidenheit, aber doch, Sie sind ja nicht nur, sagen wir mal, Helfer, sondern Sie geben ja auch dann mal gewisse Dinge durch und sagen, so geht's nicht. Also zum Beispiel mit die drei Kinder, die verschwunden sind, junge Mädchen, da sprechen Sie dann auch mit den, wie sagt man, mit den Oberen des Stammes dort und sagen, also das geht nicht und ihr müsst da was tun. Sie fordern auch die Regierung dort auf, ihr müsst den Kindern irgendwie auch Schulspeisen geben. Es bringt nichts, wenn wir Schulen bauen und die kriegen nichts zu essen. Da sind Sie ja schon auch in manchen Bereichen sicherlich auch in gefährlicher Situation unterwegs. Also gefährlich ist es
ohne nach links und rechts zu schauen, in München über die Straße zu laufen. Da tatsächlich. Kommt schnell ein Bus. Man kann in Afrika vollkommen sicher agieren, wenn man sich gut auskennt und weiß, wie die Leute reagieren und weiß eben, was tatsächlich eine gefährliche Situation ist und was nur scheinbar eine gefährliche Situation ist. Ich habe zum Beispiel gelegentlich Gäste und es gibt einen Stamm, mit dem wir sehr viel arbeiten, die Turkaner, die einen eben noch relativ ursprünglich wohnen, deswegen auch relativ harte Gesichter haben, einfach weil sie den ganzen Tag draußen sind. Da hat man ist dann ja Halbwüste, etwas, oder? Dort? Halbwüste dort, ja. Da kriegt man dann schon eben ein bisschen mehr Falten und ein für unsere Begriffe härter ausschauendes Gesicht. Und dazu haben sie noch eine sehr raue Sprache. Und wenn dann 30, 40, wenn man im Auto ins Dorf fährt, dann aufs Auto zulaufen, da kriegen manche Angst. Aber in Wirklichkeit sind es Leute, die sich freuen, dass das Auto gekommen ist, die freundlich begrüßen wollen, aber es klingt halt in dieser Sprache, als würden sie einen anschreien. Und ich habe oft Gäste, die denken, sie werden jetzt umgebracht. In Wirklichkeit werden sie freundlich begrüßt. Ja. Also es gibt echte gefährliche Situationen und es gibt scheinbar gefährliche Situationen. Was sind die echten? Die echten sind, wenn man zum Beispiel, es gibt einfach Gegenden, wo man, da kommt es auch darauf an, ob man als sozusagen als Ausländer agiert oder ob man im Land selber ist. Es gibt zum Beispiel Gegenden, wo ich viel arbeite, da bewege ich mich viel sicherer als die Einheimischen. Wie sind Sie denn auf dieses Gebiet Turkana gekommen? Wie muss man sich das vorstellen? Wir haben über den Hilfsverein Nymphenburg eben die Gelegenheit gehabt, in Afrika auch anzufangen, mehr Projekte zu machen. Wann war das? Das war so 2010, 2011. Da haben wir wirklich bewusst die Entscheidung getroffen, wir wollen jetzt auch mehr im afrikanischen Kontinent machen. Und dann haben wir angefangen, uns erst dort sehr viele kirchliche Projekte anzuschauen. Es gibt einen Verwandten, einen Onkel, der Missionsbenediktiner in Kenia ist. Und wir haben am Anfang sehr viel mit Diözesen gearbeitet, auch jetzt nicht nur in Turkana, sondern in verschiedenen Teilen. Und dieses Turkana fiel mir auf als eine Gegend, die sehr exemplarisch ist für viele Probleme am afrikanischen Kontinent. Eben keine Infrastruktur, sehr unterentwickelt. Und aber auch als eine Gegend, die unglaubliches Potenzial haben könnte. Es ist ein großer See dort. Oder? Da ist ein riesiger See dort. Also, wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt sagt, Bodensee mal zwei oder mal drei? Oder? So ungefähr dürfte es hinkommen. Ich habe es die Rechnung nicht gemacht. Aber es sieht aus wie ein Meer, oder? Sieht aus wie... Wenn man auf der einen Seite steht, sieht man nicht unbedingt das Ufer zur anderen Seite, je nach Wetterlage. Aber es ist leider ein alkalisches Wasser, das sich landwirtschaftlich eignet. Und außenrum ist Wüste. Und diese Wüste ist eben exemplarisch für viele Länder, wo Menschen genau noch unter diesen Bedingungen leben. Und da haben wir gesagt, kann man eigentlich, aber man kommt in Kenia halt noch besser ran als zum Beispiel in Niger, wo es genauso ausschaut, aber es ist halt sehr viel schwieriger, allein die Anreise. Und deswegen haben wir diese Gegend Turkana genommen, um zu sagen, hier probieren wir mal Entwicklungshilfe aus, wobei wir dann gesagt haben, wir machen es nicht wie alle anderen, sondern wir hören den Leuten genau zu und entwickeln dann mit den Menschen dort Lösungen, die auch nicht probieren, unsere eigene Entwicklung Schritt für Schritt nachzulaufen, sondern die stattdessen probiert, über Entwicklungsschritte zu springen und dann eben auf sehr viel höherem Niveau auszukommen. Also wir sind jetzt zum Beispiel inzwischen schon, wir haben gleich am Anfang angefangen gesagt, wir machen Sachen im digitalen Bereich, weil es eben dort Internet ist. Warum sollen wir die Leute jetzt alle nur zum Körbeflechten ausbilden, wenn wir ihnen auch beibringen können, Webseiten zu programmieren oder Logos zu entwerfen? So wie Sie. Sie haben ja auch mal so begonnen, oder? Haben ja auch? Ich habe das auch mal in meiner Jugend gemacht und weiß deswegen, weil ich jetzt nicht besonders talentiert bin, dass das eigentlich jeder lernen kann, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Und die Glocke. Ja, wir haben eben dann festgestellt, es geht. Inzwischen sind wir sogar schon einen Schritt weiter und wir bringen Leuten bei, wie man sogar ohne Computer nur mit einem Smartphone Geld verdienen kann, wie man sein Smartphone als Büro nutzt, alles, was, wie man eben, was man früher am Computer gemacht hat, alles von Excel, Word gibt es inzwischen eben genauso gute Sachen, die auf dem Smartphone funktionieren, wie man sogar auf dem Smartphone programmieren kann, sogar dort Sachen entwerfen kann und eben dann eigentlich, wenn man sich eben keinen Computer leisten kann, trotzdem allein mit einem Smartphone auch schon den Weg ins digitale und professionelle Leben finden kann. Geben Sie denn da auch Geld oder wird das alles kontrolliert? Weil man muss ja da auch, sagen wir mal, überlegen, wenn Sie jetzt sagen Smartphone, also
wenn einer kein Smartphone hat, muss man ja irgendwie ein Smartphone irgendwo besorgen. Wie geht also ein das? Smartphone, das gibt ja in Afrika sehr günstige Modelle, hat ungefähr, das Einsteigermodell ist ungefähr äquivalent zum Preis einer Ziege. Und was kostet eine Ziege? Ja, so zwischen 40 und 60 Euro. Mhm. Und das können die sich schon selber auch erwirtschaften? Und selbst in einer nomadischen Sache hat jeder zumindest Ziegen. Und ich habe es erlebt, die Leute würden, wenn sie es einmal gehabt haben, dann würden sie eher 2 Wochen hungern, als dass sie sich nicht ein neues Smartphone besorgen. Ah, okay. Das ist so eine Sache, die dort unglaublich. Aber sie selbst geben nicht Geld da rein oder so? Nein, wir geben jetzt den Leuten nicht Geld und sagen, kaufen euch Telefone, sondern wir bringen ihnen umgekehrt bei, wie könnt ihr Geld verdienen und das benutzen, was ihr schon habt und was ihr euch eh selber besorgt. Mhm. Und da haben wir Kurse entwickelt, wo man eben dann lernt, wie eben gerade junge Menschen damit den Weg ins professionelle Leben finden können, wie sie auf ihrem Telefon lernen können, Kurse machen können, fast schon bis zu universitäres Level und sich eben alles selber beibringen können und es dann sogar auch noch einsetzen können, um dann ihre eigene Karriere darauf zu machen. Das kann sein, dass man damit Bewerbungsschreiben macht, aber es kann genauso sein, dass man eben dann sogar darauf dann schon sogar Sachen entwickelt. Und die Netze sind hervorragend dort, oder? Die Netze sind besser als bei uns in Bayern. Unglaublich. Wie geht sowas? Das geht, weil man halt nicht, weil es weniger Platzhirsche gab, ist meine persönliche Erklärung. Ich meine, bei uns gibt es so viele etablierte Systeme, die verschiedenen Telefonnetze, die wir schon haben und dann verschiedene Betreibergesellschaften, die sich alle gegenseitig natürlich auch Steine in den Weg legen, um den Markt zu machen. In Afrika war es so, da gab es dann 2, 3 große Mobilfunkanbieter, die dann quasi von null auf einem weißen Blatt Papier sozusagen dieses Land erschlossen haben. Und damit konnten sie halt die optimale Technologie zum Maximum einsetzen. Und wo am Anfang gesagt hat, das ist ein völliger Unsinn, das wird sich nie rechnen, weil das war jetzt keine Entwicklungshilfegelder, die da verbaut wurden, sondern das war eine wirtschaftliche Investition. Aber da haben eben die Mobilfunkanbieter gesagt, wir machen das nicht nur, um Mobilfunk zu machen, sondern wir übernehmen gleich das gesamte Banking-System mit. Also dort, wenn jemand zahlt, zahlt man mit dem Mobiltelefon. Kein Mensch hat dort, oder die Mehrheit der Menschen hat dort keinen normalen Bankkonto, sondern stattdessen hat man eben ein Mobile Wallet, nennt man das, einen mobilen Geldbeutel. Und wenn der eine Nomade dem anderen eine Ziege verkauft, werden die Handys rausgemacht und man tippt den Code an, der andere hat das Geld innerhalb von einer Sekunde. Viel praktischer als Inwieweit ist denn das auch wichtig? Das ist ja auch ein Bildungsauftrag. Also die Schüler, die Sie dort haben, die Schülerinnen, die sprechen ja zum Teil, also sie können nicht schreiben, können nicht lesen. Wie geht sowas? Ja, das ist eine andere Problematik. Also ich habe jetzt gesprochen über dieses Learning Lines Projekt, mit dem wir diese Ausbildung am Computer oder sogar am Smartphone machen. Aber das geht nur mit Leuten, die schon zur Schule gegangen sind. Das war auch die ursprüngliche Idee davon. Wir haben angefangen, Schulen zu bauen. Wie viele Schulen haben Sie gebaut bis jetzt? Kommt darauf an, ob man vom Neubau rechnet. Also neu haben wir 3 Schulen bisher komplett gebaut. Aber wir haben sicher so 10 Schulen, die wir massiv erweitert haben. Die aber auch täglich laufen oder so? Ja, täglich laufen, ja. Also das sind aber dann Schulen, die bauen wir und übergeben sie dann meistens dem Staat oder der Diözese und dann betreiben die es weiter. Im Moment bauen wir gerade ein sehr großes digitales Gymnasium für Mädchen, das wir dann mit dem Staat betreiben wollen, so als gemeinsames Projekt. Als wir Schulen gebaut haben, haben wir festgestellt, dass die Kinder, die aus der Schule rausgehen, danach in ein Loch fallen. Bei uns würde man halt dann eine Lehre machen, aufs Gymnasium weitergehen oder dann auf die Uni und dann hätte man schon seine ersten 10 Praktikas und dann mit großer Wahrscheinlichkeit später auch einen Job. Und das ist halt in vielen anderen Ländern überhaupt nicht der Fall. Da fällt man nach der Schule in ein Loch. Und wenn man dann nicht Chancen bekommt, dann kann es sogar sein, dass die, die zur Schule gegangen sind, am Schluss schlechter dastehen als die, die nicht zur Schule gegangen sind. Die sich dann halt was anderes gemacht haben und etabliert haben in irgendeiner Weise. Und deswegen war es mir so wichtig, dass wir Projekte erschaffen, die eben diese jungen Erwachsenenbildung machen, um eben Chancen schafft. Inwieweit kriegen Sie da Unterstützung vom Staat? Kommt darauf an, von welchem Staat. Zum Beispiel der Freistaat Bayern hat uns wirklich sehr, sehr geholfen, muss man wirklich sagen.
der hat für Learning Lines ein großes Summe Geld gegeben, um den ersten großen Campus, den wir dafür jetzt gemacht haben, bauen zu können. Ansonsten hätten wir mit unseren kleinen Spenden hätten wir ein deutlich, deutlich bescheideneres Gebäude hingemacht. Das Gebäude, das jetzt steht, konnten wir dann entwerfen lassen von einem afrikanischen Star-Architekten, Francis Carré, der jetzt gerade mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet wurde. Da waren dann auch unsere Gebäude international überall in den Medien. Also wir haben dort eben jetzt durch diese Förderung eben nicht nur irgendwie bauen können, sondern eben auch afrikanische Denkmäler quasi, kann man fast schon geschaffen. Also wirklich Gebäude, die dort jetzt wirklich auch wichtig sind, nicht nur von dem, was drinnen passiert, sondern auch von dem, wie sie draußen ausschauen. Weil es eben ganz wichtig ist, dass man eben auch Denkmäler schafft. Ich meine, wenn man sich bayerische Dörfer anschaut, in jedem steht eine wunderschöne Barockkirche. Ja, ja. Ich meine, es ist einfach unglaublich wichtig für die Identität einer Region, dass man eben auch Punkte findet, an denen sich die Identität festmacht. Na, ich meinte schon auch ein bisschen, wie ist der Staat von Kenia, so der Government dort? So. Die Regierung in Kenia, mit der gibt es eine gute Zusammenarbeit. Wir haben sehr selten wirklich dann auch monetäre Unterstützung für Projekte bekommen. Ein bisschen vielleicht auch, weil die denken, das sind ja Europäer mit involviert, die werden sich ihre Finanzierung schon selber holen, was auch nicht ganz falsch ist und da mache ich niemand einen Vorwurf. Aber vor allem haben wir eine gute Zusammenarbeit in dem Sinne gehabt, dass wir nie Probleme hatten, dass wir irgendwie erpresst wurden oder Ähnliches. Da hört man von anderen Leuten ganz andere Geschichten. Ob die immer wahr sind, weiß ich nicht. Aber wenn man die Leute anständig behandelt und sie früh abinformiert, dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Sie sprechen ja auch die dortige Sprache. Swahili wird dort viel gesprochen. Ich kann mich darauf verständigen. Ich will jetzt nicht. Aber meistens läuft es ja auch so eine Händlersprache. Also das ist Sprache, die ursprünglich niemand sehr flüssig. Aber Sie haben da immer jemand, der von Englisch dann ins. Das kommt drauf an. Also bei den meisten Projekten, sobald jemand zur Schule gegangen ist, spricht er dort auch Englisch. Und die Leute, die nicht zur Schule gegangen sind, sprechen leider meistens auch noch nicht mal Swahili, sondern die sprechen dann nur lokale Stammesprachen, die halt dann vielleicht 500.000 oder 1 Million Menschen sprechen, wo es keine Lehrbücher dazu gibt. Und diese Sprachen zu lernen, ist dann schon sehr schwer, einfach weil es halt, wenn man noch nicht mal ein Wörterbuch kaufen kann, dann ist es halt wirklich einfach nur die Interaktion. Wie ist es denn, wie gehen Sie denn da mit Ihrem Namen um? Also wie nennen Sie die dortigen Menschen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ein paar kriegen mit, dass da irgendwas dabei ist, das irgendwie ein Titel ist. Manche Stämme sind ja auch noch Stammesmonarchien, die können dann mit so einem Titel sehr viel anfangen. Andere Stämme, für die heißt das nicht so viel. Aber das ist meistens dann nicht das Entscheidende. Ist mehr, der Ruf kommt eher davon, was man macht. Was man nicht, macht. Wie man heißt. Und die sehen Sie ja manchmal so, wie wenn Sie der Vater sind. Ja, Vater im Sinne von Priester. Ich werde sehr oft mit Priester verwechselt, weil das liegt einfach daran, dass seit 20, 30 Jahren dort Missionare schon aktiv sind und sehr tolle Arbeit gemacht haben. Und die laufen dort dann auch selten mit Priesterkutte rum, sondern die laufen halt auch in Jeans oder Hemd rum, oder T-Shirt, wie man halt jeder sich dort bewegt. Deswegen ist bei den Stämmen, die eben weiter weg sind, ist oft so Priester-Äquivalent mit weißer Entwicklungshelfer, der jetzt nicht unbedingt mit Autokolonne kommt, sondern der einfach normal rumläuft. Sie haben ja auch Apple gewonnen für das Projekt. Apple haben wir bisher noch keine gewonnen. Nicht? Wir haben einen Google Impact. Entschuldigung, Google, genau. Ich weiß nicht, ob Apple ist ja immer nicht so nah, nee, aber es kann Google ja. Google macht ein bisschen mehr im Bereich Social Corporate Responsibility. Vielleicht ist das ein Aufruf für Apple auch. Ja, Apple wird immer mal kritisiert, dass sie ein bisschen mehr machen könnten. Aber Google tut tatsächlich sehr viel, auch speziell in Afrika. Und die haben so einen globalen Impact Challenge und bei dem ersten afrikanischen Impact Challenge, der gemacht wurde, wurden wir auch ausgezeichnet. Wie sieht es denn aus mit dem Fundraising? Also ich meine, das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ja? Also in allen Projekten, die ganz unterschiedlich. Der Verein macht.
Wir haben vorher kurz über Ukraine gesprochen. Mhm. Da ist es unglaublich, wie hoch die Spendenbereitschaft war in den ersten Wochen. Da kam unglaublich viel zusammen. Für Afrika ist es ein bisschen was mühsamer, würde ich sagen. Mhm. Kommt darauf an, für was man genau sammelt. Es ist immer leichter, für Hunger zu sammeln, und für Kinder ist es auch ein bisschen leichter, als für andere Sachen zu sammeln. Aber man muss da aufpassen. Ich bin nicht so der Freund, dass man eben dann verhungerte Kinder auf Poster macht und sagt, wir müssen jetzt maximal dafür Geld sammeln, weil da nichts Nachhaltiges dabei rauskommt. Also wir müssen die Sachen holistisch angehen. Wenn man Kinder in die Schule schickt, dann muss man ihnen danach auch Chancen geben, wie sie als junge Erwachsene weitermachen können. Und wenn jetzt alles, sozusagen die gesamten Spendenbereitschaft, nur auf kleine verhungernde Kinder geht, dann wird es deswegen in der Zukunft nicht weniger kleine verhungernde Kinder geben. Also wir müssen das Ganze anfangen, holistischer zu denken. Mhm. Und ich glaube, die viele Spender müssen auch anfangen, weniger emotional und mehr eben auch zu denken, was möchte ich eigentlich durch meine Spende bewirken? Und was überlebt auch mal meine Spende? So, also das Langfristige, raus, ja. So dann wirklich jemanden auch übers Leben zu begleiten, ist vielleicht wichtiger mit einer Spende, als eben immer nur zu sagen, das ist jetzt gegen den Hunger. Jetzt ist es ja so, Sie sind ja schon seit vielen Jahren in der Vorbereitung auch für ein Amt hier in Bayern. Wie muss man sich das jetzt vorstellen, wenn Sie, sagen wir mal, doch dann mehr in Bayern sein werden mit einfach gewissen Aufgaben, die ja auch wichtig sind. Wie ist es da mit den Projekten, die Sie dort haben? Haben Sie dort ein Team aufgebaut, das in Ihrem Sinne das täglich macht? Oder? Ja, also einmal in einer wunderschönen Republik lebend, kommt auf mich da kein Amt in dem Sinne zu, sondern allerhöchstens eine Aufgabe. Naja, wie man es nennt. Aber ja, trotzdem ist es ganz wichtig. Ich glaube, der Unterschied zwischen dem Entwicklungshelfer und dem Unternehmer ist, der Unternehmer muss sich oder sein Produkt unentbehrlich machen. Der Entwicklungshelfer muss sich so schnell wie möglich ersetzbar machen. Mhm. Er muss dafür sorgen, dass er wirklich alles abgibt und dass irgendwie eigentlich die eigene Arbeit möglichst schnell gar nicht mehr gebraucht wird. Mhm. Und das muss man sagen. Also dass es skalierbar wird auch irgendwie so. Dass ja, einmal, dass es skalierbar ist, und das ist auch ganz einfach das Ziel. Es geht nicht darum, dass man sich einen Fußabdruck oder ein Geschäft in Afrika aufbaut oder sogar es gibt ja auch Spendengeschäfte. Also man kann ja auch dadurch, dass man eben sagt, ich mache hier Sachen in Afrika und da kommen jetzt Spenden rein und das skaliere ich jetzt im Sinne, dass meine Organisation immer mehr und mehr wächst. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, was kommt am Schluss dabei raus. Man muss Sachen, die man macht, so machen, dass man sich eben anders als der Unternehmer dann nicht sein geistiges Eigentum daran schützt, sondern dass jeder das nachmachen soll und darf. Skalierbarkeit heißt nicht, man wächst selber. Skalierbarkeit heißt, man bringt Ideen, probiert sie aus, etabliert sie und macht sie dann, im Englischen sagt man Open Source, also dass jeder das kopieren und nachmachen darf. Mhm. Und gleichzeitig muss man eben auch Strukturen schaffen, die dann irgendwann unabhängig sind. Umso früher, umso besser. Das dauert zwar meistens, muss man ehrlicherweise sagen, eine Weile, aber zumindest muss das Ziel von Anfang an da sein. Man kann nicht sagen, wir bauen etwas auf, das dann über die nächsten 30 Jahre von Spenden aus Deutschland lebt, sondern wir bauen etwas auf, das früher oder später keine Spende aus Deutschland mehr braucht. Mhm. Und das ist das Ziel. Und das ist einmal von der wirtschaftlichen Unabhängigkeit, aber auch von der Führung her genau dasselbe. Man muss dafür sorgen, dass man frühzeitig Leute dort findet, am besten wirklich die direkt von vor Ort kommen, also die auch nicht aus der Großstadt dann aufs Land kommen, sondern die schon von dort sind und die man dann dazu so ausbildet, dass sie das irgendwann mal selber auch managen können. Mhm. Und das haben wir von Anfang an dort gemacht und deswegen bin ich jetzt auch relativ zuverlässig, dass ich, umso weniger ich dort bin, das trotzdem weitergehen wird. Aber Sie sind schon jetzt mehrheitlich in Bayern, oder? Es wird jetzt so, die letzten 10 Jahre war ich, und vor allem seit 2014 war ich wirklich hauptsächlich in Afrika zumindest. Jetzt probiere ich das langsam ein bisschen zu reduzieren und dann auch wieder mehr hier in Bayern zu sein. Sie fliegen dann einfach nach Nairobi oder wie ist die Flugverbindung dort? Ja, also Kenia fliegt man nach Nairobi. Ja. Und dann mit dem Auto?
Es gibt sehr viele kleine Inlandsflüge in Afrika. Manchmal macht man auch Auto. Hängt ein bisschen davon ab, von der Sicherheitslage auch. Zumindest kann man überall öffentlich fliegen. Man braucht keine privat gecharterten Flugzeuge, was dann wieder das Ganze noch schlimmer machen würde fürs Klima. Jetzt, wenn man mal so schaut, was macht Ihnen denn jetzt mit den Projekten so ein bisschen Sorgen? Was brauchen Sie da? Was könnte man da noch schneller oder besser machen? Also eine akute Sorge, die ich nicht allein habe, sondern die sich alle momentan aus dem Feld Afrika teilen, ist, wie die Auswirkungen der Ukraine-Krise auf die Arbeiten Afrikas sein werden. Wir werden einmal direkte Auswirkungen haben, vor allem Nordafrika. Da gibt es Länder, Ägypten, Tunesien, die sehr stark vom ukrainischen Getreide abhängig waren. Und wenn das rausfällt, dann wird es dort Preissteigerungen geben und Preissteigerungen führen dann auch zu Hunger früher oder später. Und das wird sich auf den gesamten Kontinent dann von Nordafrika bis nach Südafrika vermutlich durchziehen. Das wird Probleme verursachen und gleichzeitig haben wir eine Situation, wo plötzlich alle Menschen ihre Portemonnaies entleert haben, um eben in der Ukraine zu helfen. Und jetzt natürlich die Frage, werden die Spenden für Afrika deswegen jetzt aufhören? Ich hoffe nicht. Ich habe immer gesagt, das Ukraine muss zusätzlich sein. Das ist nicht, was wir jetzt deswegen dann andere Sachen vernachlässigen. Aber Sorgen macht das einem natürlich schon. Wobei, sagen wir mal, die Spendenbereitschaft hat ja auch etwas zu tun, wo man irgendwie dem Leben einen Sinn gibt. Also es gibt ja, ich sage jetzt mal, so viele Konten, wo dummes Geld drauf liegt, ja, und wo Menschen sagen, ja. Also da ist es schon auch wichtig, weil, wie gesagt, wenn man was Gutes tut, das führt einen ja wirklich zu einem guten Gefühl, wenn man irgendwas abgibt. Und darum, glaube ich, ist es auch wichtig, irgendwie den Menschen das auch mal näher zu bringen und zu sagen, also man kann ja nicht Millionen, die am Konto liegen, einfach so weiterlaufen lassen. Wir haben hohe Inflationsrate. Also wenn man so irgendwie so ein Projekt da finanzieren kann oder wenn man was gibt, so auch die stillen Gaben sind ja auch ganz, ganz wichtig. Ja, diesen Bezug zwischen dem Spender und das, was dann passiert, zu schaffen, ist immer eine der großen Herausforderungen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass jemand, der halt sagt, gut, ich kann jetzt mir nicht leisten, weil ich hier ein Geschäft habe oder einen Beruf habe, jetzt selber irgendwas zu machen, sondern ich mache stattdessen eine Spende, wenn man trotzdem dann eben die Möglichkeit schafft, dass er dann wirklich genau weiß, was er damit tut. Und es gibt auch andere Möglichkeiten, einen Bezug herzustellen. Das kann auch ein ganz witziger Bezug sein. Für unser Learning Lines Projekt machen wir jedes Jahr zum Beispiel einen 100 Kilometer Marsch, also mit dem Slogan, ich marschiere für Afrika. Und das machen unglaublich viele Menschen mit. Also so, wir von der Kapazität her können wir 500 bis 1000 Menschen mitlaufen lassen. Und da geht man dann 24 Stunden wieder, durch. Oder? Das wird auch heuer wieder und im September, glaube ich, stattfinden, zum vierten Mal. Und es ist immer ein tolles Erlebnis. Und da kann man eben dann zeigen, man spendet nicht nur, sondern man hängt sich wirklich auch rein. Dafür spenden dann die Verwandtschaft oder die Bekannten. Und solche Bezüge kann man auch machen. Aber für die es dann interessiert, wie das Geld wirklich ausgegeben wird, muss man dann auch die Möglichkeit bieten, das auch zu sehen, zu erleben, zu besuchen oder zumindest darüber zu informieren. Wie dankbar sind denn die Learning Lines, wenn sie einfach merken, sie kommen jetzt einfach, also ich meine, das ist ja wunderbar, man kann ja heute vom Toskanasee kann man ja, also mit seinem Mobilgerät kann man in die ganze Welt rausfunken, man kann Webseiten anbieten, also wie spüren Sie da die Dankbarkeit? Man darf sowas nicht für Dankbarkeit machen und Dankbarkeit ist auch ein kulturelles Konstrukt, das ist nicht in allen Kulturen gleich. Ja. Zum Beispiel in der Turkana Sprache gibt es gar kein Wort für Danke. Ja, vielleicht Anerkennung oder so. Es gibt Anerkennung und man... Oder Gefühle, dass sie merken, also die sind glücklich, also es kann ja ein Lachen sein, oder? Ja. Das, was... Wenn man merkt, dass die Leute einen professionellen Stolz entwickeln auf das, was sie gelernt haben... Das ist eigentlich viel wichtiger als die Dankbarkeit. Es geht nicht darum, dass jemand am Schluss Danke sagt. Es geht
dass jemand am Schluss stolz drauf ist, auf das, was er gelernt hat und damit was machen kann. Ich meine, man kann die Frage auch umgekehrt stellen, wie dankbar bin ich meiner Grundschule und meinem Grundschullehrer? Ich sollte wahrscheinlich wahnsinnig dankbar sein und dann meinem Gymnasium, wo ich war, aber oder dann meiner Universität. Da sind die Leute vielleicht noch am ehesten dann irgendwie emotional dran gebunden, aber es ist eher so ein Zugehörigkeitsgefühl als ein Dankbarkeitsgefühl. Mhm. Wer ist denn seiner Schule dankbar? Man fühlt sich seiner Schule zugehörig, man ist ein Teil davon, aber man ist ihr eigentlich nicht wirklich dankbar, man ist eher höchstens stolz darauf. Ich glaube, das ist mehr das, was man schaffen muss. Man muss dafür sorgen, dass die Menschen sich zugehörig und stolz darauf sind. Und dann ist es auch eigener Verdienst. Das ist nicht Dankbarkeit, sie immer gegenüber mir jemand. Es geht darüber, dass man sich selber aufbaut. Jetzt habe ich zum Schluss noch eine Frage. Was gibt es Ihnen? Was gibt es Ihnen? Was es mir gibt, diese Arbeit, ja, erstmal Freude, das zu machen, mitzuerleben, wie man von null auf etwas aufbauen kann, wirklich aus der Wüste etwas werden lassen. Man freut sich über jeden kleinen Fortschritt und es ist dann so die Freude des Miterlebens dabei. Und es gibt natürlich, wenn man gestaltet, wenn man kreativ mitentwickelt, gibt es dem Leben Sinn. Hier in Bayern ist die Aufgabe, die meine gesamte Familie zu tun hat, ja eher von bewahrender Natur und kulturbewahrender Natur und dass man eben an den Traditionen festhält und vor allem anerkennt, was die Vorfahren Unglaubliches geleistet haben, und zwar alle Bayern, jetzt nicht nur die Mittelsbacher, sondern was hier eben, was wir uns gemeinsam für ein tolles Land aufgebaut haben. Und es gibt eben viele historische Denkmäler, die das bezeugt und viele Traditionen, die daran anknüpfen. Die Ludwigstraße? Ja, also ich meine, es gibt genug in München, dass eben die Verbindung zwischen den Wittelsbachern und dem Land Bayern zelebriert haben. Und neben dieser wunderschönen Aufgabe, diese Tradition zu bewahren und irgendwo auch am Leben zu halten, ist es schön, wenn man im Leben gleichzeitig aber dann noch ganz andere Dinge, die damit gar nicht in Verbindung sind, machen kann, wo man eben von null auf anfangen kann und dann etwas ganz anderes sieht, das dann auch mal gar nichts mit Bayern oder Wittelsbach zu tun hat. Dennoch, Sie werden in wenigen Wochen 40 Jahre alt. Sie können stolz sein auf Ihr Leben und ich glaube auch dankbar. Ja, dankbar fürs Leben müssen wir alle sein. Eben. Und ich bin dankbar für das schöne Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön. Dass wir heute gesprochen haben. Ja, Dankeschön. Liebe Zuschauer, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Le Jeune Talk. Bis dahin noch eine schöne Zeit.